wie hier die Wunschliste von Amazon. Das Leben eines Internetnutzers ist ein offenes Buch für kommerzielle Interessen. Ich glaube, es ist eine richtig coole neue Anwendung und es wird viele Experimente erlauben. In Zukunft werden unsere persönlichen Informationen viel verbreiteter sein als heute, auch unsere Online-Identität. Eine weit verbreitete Identität, der Preis dafür, ist das Ende der Privatsphäre. Ich glaube, wir werden an den Punkt kommen, wo alles, was du denkst, privat ist. Alles andere, was du jemals sagst oder tust, kann von anderen gesucht und gefunden werden. Nicht nur der Verlust der Privatsphäre droht, sondern auch Datenhandel und Missbrauch. Insider sprechen von mafiösen Strukturen. Der Handel mit Informationen ist ein boomendes Geschäft. Spitzelaffären. Ein Skandal folgt dem nächsten. Millionen persönlicher Daten sind im Umlauf, von der Telefonnummer über den Namen und Beruf bis hin zur Kreditkartennummer. Keiner hat die Kontrolle darüber, was mit diesen Informationen passiert. Dabei nimmt die Menge und Tiefe erfasster Daten dank günstiger Speichermedien zu. Schätzungen gehen von einem digitalen Universum aus, das sich weltweit in den nächsten 3 Jahren auf 1,8 Billionen Gigabyte ausdehnen wird. Rechtlich gesehen haben wir User, wir Betroffene natürlich die Möglichkeit, Macht über unsere Informationen auszuüben. Aber in der Praxis besteht diese Macht kaum. Und in der Praxis fällt die Macht zumeist den Verarbeitern zu, den Behörden, den Unternehmen, den Organisationen. Das ist ein Problem, weil es die Betroffenen entmachtet und die Verarbeiter bemächtigt. Kann die Entmachtung aufgehalten werden? Datenschützer sehen den Staat in der Verantwortung. Kein leichtes Unterfangen, zeigt er doch selbst große Sammelwut. Ich möchte Ihnen die neuen elektronischen Reisepässe vorstellen. Im Internet gilt derzeit noch das Recht des Stärkeren. Das Problem zurzeit ist, dass das Internet zu neu ist. Wir hatten noch keine Zeit, Normen zu entwickeln. Neue Normen werden aber kommen. Sie müssen. Das geschieht immer, wenn wir neue soziale Formen entwickeln. Zum Beispiel könnte eine neue Norm sein, möglichst viele Informationen von sich preiszugeben. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Kinder viel selbstverständlicher Informationen von sich preisgeben, als uns Älteren lieb ist. Digitale Demenz könnte eine dieser neuen Normen sein. Nach Ablauf eines Verfallsdatums sollten Informationen gelöscht werden. Vergessen kann nämlich durchaus sinnvoll sein. Es erlaubt uns, die Vergangenheit zu verdrängen und in die Zukunft zu blicken. Wenn die Vergangenheit immer präsent ist, dann, so sagen uns die Neurophysiologen, dann können wir nicht mehr entscheiden, weil wir nicht mehr in der Lage sind, die Zukunft als neues, unabhängiges Gebiet zu sehen. Wer also später nicht an seine Jugendsünden erinnert werden möchte, sollte daran denken, das Netz vergisst nie. Leben im Netz. Und so geht es weiter hier bei Wissen aktuell. Jetzt zeigen wir, wie das Internet zum Forum für Meinungshörer wurde. Warum Internet-Communities so erfolgreich sind. Und wie sich User vor aller Augen entblößen, ohne an die Folgen zu denken. Zuerst Twitter, Blogger, Podcaster, die neuen Meinungsmacher. Dann täglich grüßt die Community. Netzwerke wie Facebook und Xing unter der Lupe. Und später, wie schnell das Netz uns kompromittieren kann. Das Internet hat die Art und Weise, wie wir Informationen austauschen, rasend schnell und grundlegend verändert. Innerhalb weniger Jahre hat die technische Vereinfachung Millionen von passiven Medienkonsumenten in aktive Medienmacher verwandelt. Ein Film, ein Radioprogramm, ein Online-Magazin, noch nie war es einfacher, Medieninhalte zu produzieren und auszutauschen. Dabei war aller Anfang schwer. 1969 ereignen sich 2 welthistorische Ereignisse. Die Mondlandung und noch ein großer Schritt für die Menschheit, der in Kalifornien zunächst stolpernd daherkommt. Die Geburtsstunde des Internets.
Programmierer der Universität von Kalifornien möchten sich am 29. Oktober in der Stanford University einloggen. Wir hatten eine Telefonverbindung zwischen den zwei Programmierern hier in L.A. und in Stanford. Und alles, was wir wollten, war uns einzuloggen. Wir wollten Login tippen, L-O-G. Und mein Programmierer Cherry hier tippte das L und fragte, hast du das L bekommen? Und Steve in Stanford sagte, ich habe das L. Er tippte also das O. Hast du das O? Ich habe das O. Wir tippten das G. Hast du das G? Crash. Der Computer in Stanford war abgestürzt. So war die allererste Nachricht im Internet low. Kurze Zeit später werden auch die Universitäten von Utah und Santa Barbara eingebunden. Das sogenannte ARPANET ist noch nicht ganz fertig, aber die zunehmende Teilnehmerzahl wird zum Problem. Denn die Computer nutzen Telefonleitungen wie Menschen. Kommunizieren zwei, ist die Leitung blockiert. Eine Lösung fanden die Internetpioniere Winton Cerf und Bob Kahn. Die Kommunikation in verteilten Datenpaketen. Im Falle einer direkten Kommunikation ist es so, als ob man die komplette Straße für nur ein Auto reserviert. Niemand sonst kann auf der Straße fahren, solange nicht dieses eine Auto von Frankfurt in Berlin angekommen ist. Das ist höchst ineffizient für die Straße. Die meisten Autos warten beschäftigungslos, bis dieses eine Auto endlich angekommen ist. Bei der Datenpaketvermittlung kann man eine ganze Menge Autos gleichzeitig in der Leitung haben. Jedes Auto kennt sein Ziel, kann mit anderen die Route teilen oder auch einen anderen Weg nehmen. Das ist wesentlich effektiver für Kommunikationskonzepte. Trotzdem war die Kommunikation von Computern untereinander alles andere als einfach. Es gab einfach zu viele verschiedene Rechnertypen und Dateiformate. Tim Berners-Lee, damals Programmierer am CERN in Genf, ging es wie vielen anderen. Ich denke, viele Wissenschaftler werden einfach vom Frust getrieben. Von dem Frust zu sehen, dass man in der Lage wäre, etwas zu tun, aber es dann doch nicht klappt. So war es auch zunächst bei mir. Ich vermutete auch, dass da überall diese prima Dokumente sind, aber auf verschiedenen Computern. Und ich wusste genau, ich konnte ein Programm schreiben, um daran zu kommen. Er programmierte eine Software, die er später das World Wide Web nennt. Das war 1989. www. Drei Buchstaben, die unsere Welt verändert haben. Fast jeder kennt sie. Drei Buchstaben, über die wir kommunizieren, uns informieren und miteinander vernetzen. Einfach per Mausklick. Die globalisierte iPod-Generation schafft sich jetzt ihre eigenen sozialen Strukturen. Und erfindet ganz nebenbei das World Wide Web neu. Irgendwie rennt mir heute wieder die Zeit davon. Ein Telefonat mit einer lieben Freundin war das Produktivste, was ich heute gehabt habe. Eigentlich denke ich heute mal fast gar nichts. Auch wenn ich ihr wohl nicht überlege nichts. Mein Gespräch mich begleiten Gedanken an den vergangenen Abend. Er sieht meinen Zustand kritisch an. Es ist wieder soweit. Ich kann nicht mehr gescheit schlafen, weil mich Albträume plagen. Das Weblog, kurz Blog genannt, ist ein Internet-Tagebuch. Millionen Menschen nutzen es, um darin ihr Leben auszubreiten. Von den Banalitäten des Alltags bis hin zum Intimsten. Für jeden sichtbar. Diese Blogger bilden Netzgemeinschaften, kommentieren sich gegenseitig, geben Zuspruch oder Kritik, diskutieren über Gott und die Welt. Hier treffen sich Blogger aus ganz Deutschland. Eigentlich kennen sie sich gut. Und doch sehen sich viele zum ersten Mal. Bei einem Bier werden aus virtuellen Beziehungen reale Freundschaften. Weblogs haben ihr Leben verändert. Also das hat mir ein bisschen geholfen, mich zu öffnen. Auch ein bisschen Selbstwertgefühl ist das auch, weil man bekommt halt Kommentare. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Kontakte knüpfe und auch sehr viele Menschen kennenlerne dadurch, die ähnlich denken wie ich. Und man findet sich. Und es ist eine Form der Kommunikation, die nicht abhängig ist von wer sitzt neben wem, also von irgendwelchen Tischordnungen oder was machst du, was mach ich, sondern es ist einfach, es geht um die Menschen, die hinter diesem Nix stehen. Das finde ich ganz spannend. Man kann Sachen mit denen diskutieren, mit den Leuten aus dem Blog, die man mit einem Freund vielleicht nicht unbedingt reden würde, weil es einem vielleicht peinlich ist oder man will eigentlich nicht so direkt, dass sie das schon wissen oder sowas. Dann denkt man, es ist ein bisschen anonymer in dem Moment dann schon. Ich wusste das von Anfang an, dass ich mich als Frau gefühlt habe und habe aber erst durch
eine liebe Freundin, die ich aus Hamburg über blog.de habe kennenlernen dürfen, halt, die hat mich halt ermutigt, dass ich halt meinen Weg gehen sollte. Und dann habe ich dann irgendwann dann halt gesagt, so, okay, bei blog.de gehe ich das mal an. Und seit dem 15. Dezember letzten Jahres ist Leonie dann vollkommen geoutet.